Das sah gut aus. Die ersten Promoter rufen schon an. Wir werden demnächst auch zu anderen Events eingeladen. In der Garage erfährst du alles Weitere.
und viel Spaß. Und sei vorsichtig. Ich weiß, nicht viel Platz hier. Wenn du ein paar Rennen gewinnst, können wir umbauen und mehr Wagen unterbringen. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf einen guten Allround-Wagen. Später können wir über einen Wagen für Drifts oder speziell... Okay, hier können wir die Leistung, das Handling und die Karosserie optimieren. Du entscheidest, wo wir anfangen. Thank you.
BMW stellt für dieses Event allen Fahrern den 1,5.
Wir haben die Möglichkeit, bei diesem Event den Nissan 350Z zu fahren. Gemacht. Du hast die nächste Stufe freigeschaltet. Läuft alles ziemlich gut. Du entwickelst deinen eigenen Fahrstil. Jetzt musst du dein Talent auf anspruchsvolleren Strecken zeigen. Ein paar Duelle stehen auf dem Programm. Ein Kampf mit gleichen Chancen für jeden. Als nächstes kommen ein paar Drift-Events. Dafür müssen wir noch einen Wagen tunen und vorbereiten. Du musst jetzt vielseitiger sein und dich auf verschiedene Renntypen einstellen.
Jetzt, wo du den Sprung geschafft hast, werden wir stärkeres, leistungsfähigeres Material bekommen. Okay, machen wir den Wagen fertig, damit du wieder auf die Strecke kommst. Lotus stellt allen Fahrern, die zum Rennen eingeladen sind, die Elise zur Verfügung. Wir haben noch 10 Sekunden bis zum Start. Okay, jetzt zählt der Fahrer. Also zeig ihm, was du drauf hast.